Sven, nicht zu viel Farce hier. Da sind ein paar Gelbe dabei hier. Scheiße. Schön gerade Kanten da bei den Rauten. Sven. Viel zu tun heute. Alles klar? Ja. Zweimal Forelle, zweimal Steinbutt, zweimal Mangosorbe, einmal Lamm, einmal Hirsch vom Platz, zweimal Banane. Die Gäste fragen schon. Ich hole ihn. Tisch 8 hat gezahlt. Tisch 3. Deine Gäste möchten dich gern begrüßen. Kommst du bitte? Begrüßen, begrüßen, die wollen meckern, mehr nicht. Sven, das Fleisch war wieder durch. Das Fleisch war saftig und rosa. Ja, ja, ja. Sascha, die Suppe war kalt. Es tut mir leid, Chef. Bissfest waren deine Bohnen so weit entfernt wie ich vom Friedensnobelpreis. Ist okay, Chef. Sven. Wenn das da zart und rosa ist, dann bin ich jung, dynamisch und kurz davor, Mr. Universum zu werden. Frank, das Fleisch war perfekt. Die Suppe soll laut Karte lauwarm serviert werden. Und die Dame mit den Bohnen hat dritte Zähne, sie liebt labbriges Gemüse. Das war also alles in Butter. Jetzt komm bitte, sie warten auf dich. Nein. Oh, doch, doch, das wirst du, mein Sohn. Ich bin da 30 Jahre lang rausgegangen, jeden Abend. Das gehört zu unserem Beruf. Und das gehört zu diesem Haus. Das ist unsere Tradition, verstanden? Vater, du weißt, wie... Heute Morgen und übermorgen, solange dieses Haus steht, werden wir unsere Gäste begrüßen. Ein kleines Lächeln vielleicht. Danke, Wilhelm. Guten Abend. Ich hoffe, bei Ihnen ist soweit alles recht. Ja, hat geschmeckt. Dann wünsche ich Ihnen noch viel Vergnügen. Guten Abend. Ich hoffe, bei Ihnen ist alles zu Ihrer Zufriedenheit. Aber sicher. Wenn man davon absieht, dass die Soße geronnen, das Fleisch zäh und der Fisch trocken war. Sie haben nichts zurückgehen lassen. So schlimm kann es also nicht gewesen sein. Das können wir ja wohl besser beurteilen als Sie. Also wenn Ihnen mein Essen nicht schmeckt... Dann können wir Ihnen vielleicht wenigstens mit unserem Hausbrand eine kleine Freude machen. Hm. Darf ich? Dankeschön. Wiedersehen. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Gerne. Kommen Sie gut nach Hause. Danke. So, erledigt. Dass so ein kleiner Schnaps nicht alles richten kann. Da gab's nichts zu richten. Das ist eine solche Unverschämtheit. Das Essen war gut. Natürlich war's das. Aber du weißt doch, es gibt immer welche, die an allem was auszusetzen haben. Ja, meine Rede. Mhm. Nächste Woche kommen sie wieder. Mit Freunden. Ja, ich bin schon ganz aufgeregt. Bist du fertig? Die Abrechnung liegt noch. Ich bin so hundemüde. Ich war schon mal vorher. Mhm. Bis später. Bis gleich. Morgen. Danke. Irgendwas sagt mir, dass der Tisch nicht von deinem Vater gedeckt wurde. Ja, aber der Zettel ist von ihm. Ja, immerhin. Und wie war der Abend? Gut wie immer. Und bei dir? Ja, wie Abende eben so sind, wenn man bei der Freundin rausfliegt und wieder bei den Eltern wohnt. Jetzt jammer mal nicht. Du warst ein Jahr auf Tour und da wundert's dich, wenn sie sich einen neuen sucht? Ja. Das gesunde Selbstbewusstsein hast du von deinem Papa. Oh, ich muss los. Ich hab einen neuen Job. Wirklich? Wo denn?
Job ist besser als kein Job. Und eine bessere Verkehrsanbindung mit mehr Parkplätzen findet man nirgendwo. Aber du hast doch nicht mal einen Führerschein. Das kann man ja ändern. Die Brummifahrer werden dich lieben. Ja, hoffentlich nicht zu sehr. Hey, es ist besser so. Es reicht schon, wenn ich wieder bei euch wohne. Hm? Wenn du meinst. Pass auf, dass du nicht unter die Räder kommst. Und für heute Abend die Vorbestellung ist einmal glutenfrei und einmal diabetikertauglich. Was glauben die, was wir sind? Eine Diätküche von einem Krankenhaus? Ja, aber du kannst es ja, und was kommt als nächstes? Schmeißt das hier weg und brate Tofu für den Weltfrieden. Ohne Salz, ohne Kalorien und wenn möglich umsonst. Ich meine, ich bin doch nicht verrückt. Ich bin Koch. Das eine schließt das andere ja nicht aus. Was bieten wir denn unseren Leuten heute an? Sag mal, was machst du hier? Du kannst auch nicht die Butter warm werden lassen. Da musst du dich nicht wundern, wenn die Soßen schmecken. Frank, so schlimm kann es doch nicht sein. Vielleicht ist es noch nicht bis zu dir vorgedrungen, aber man kann Butter heutzutage auch durchaus warm verwenden. Ach was, kann man das? Kann man das? Aber nicht ja. In meiner Küche. Dann mach deine Soßen woanders. Die da ist ruiniert. Total ungenießbar. Die ist überhaupt nicht ruiniert. Ich bin es langsam wirklich leid, mich hier wie ein Anfänger behandeln zu lassen. Anfänger bist du nicht. Du weißt doch, wie er drauf ist. Wir haben gestern drüber gesprochen. Ja, und heute ist alles wieder vergessen. Ja, Chef, was geht's denn? Dann heul bei deiner Mama. Wie bitte? Ah, das hat er gehört. Mindestens seine Ohren funktionieren. Frank, jetzt hör mal auf. Jetzt reicht's. Sven, nicht hier, nicht heute und nicht jetzt. Ich finde sie lecker. Mach einfach eine neue. Mit kalter Butter. Okay? Und wir reden morgen in Ruhe drüber. Qualität, Präzision, Kontinuität. Wer etwas erreichen will, muss hart sein. Zu sich selbst. Und zu seinem Team. Und zu dir bist du natürlich ganz besonders hart, nicht wahr? Du weißt ganz genau, was ich meine. Den verdammten Stern. Als ob uns der erste nicht reichen würde. Wann haben wir denn das letzte Mal Urlaub gemacht? Da ist dein Vater 100 Meter noch unter 13 Sekunden gelaufen. Der war gut. Hm? Einfach unfair. Bin von lauter Dilettanten umgeben. Darf ich Ihnen denn noch eine Flasche bringen? Bitte. Sehr gerne. Frank, willst du beim Rauswerfen? Oh nein. Nimmst du mal. Sven, bitte, du weißt, er meint es nicht so. Ja, das kann schon sein, aber ich habe keine Lust, immer 50% von diesen Unverschämtheiten abzuziehen, damit es hier eine halbwegs normale Konversation wird. Ich verstehe dich ja, aber der Laden ist voll. Ich weiß, Chefin, für Sie immer. Aber nicht für den. Ich bin weg. Will noch jemand sein Glück in der Welt der Pommesbuden suchen? Bitte nur zu, da ist die Tür. Frank, hör auf, die Gäste können dich hören. Das ist mir scheißegal. Das können wir uns nicht leisten. Mach du hier weiter, ich hol Sven zurück. Wenn der meine Küche noch mal betritt, dann bin ich weg. Da draußen sitzen 20 Gäste, die auf ihr Essen warten. Linda, ich schaff das. Darauf will ich mich lieber nicht verlassen. Ja, danke dir. Das hast du hier wieder mal wunderbar gemacht. Ja, aber Mama, wie stellst du dir das vor? Ich kann doch nicht einfach... Und ihr habt echt keinen Ersatz, ja? Hier, das muss raus. Okay, gut. Tschüss. Noch dreimal Hamburger mit allem. Und Kompliment von Tisch 3. Bestes Steak seit Jahren. Die Latte lag nicht hoch. Was soll denn das, wenn es fertig ist? Eine Feuerbestattung. Tschüss. Hey, was soll das? Zweimal Mango. Schön. Tisch 9. Männer? Schlachtet den Kalb. Der verlorene Sohn ist zurück. Der hat ja Mut. Da bin ich nicht auf uns. Na, bei so einem Empfang hat man ja richtig Lust, die Kohlen aus dem Feuer zu holen. Oder die kochende Soße vom Herd. Darf ich? Bitte. Ja. Danke sehr. Ist mir ein Vergnügen oder so. Zieh mal aus. Hm? Weißer Tisch 5. Der Wein. Ich komme. Tisch 12. Mach ich. Guten Tag. Hey, Opa. Schön gut, schon gut. Ich bin ja schon weg. Bin ja schon verschwunden.
Mama, das ist doch nicht nötig. Oh doch. Immerhin hast du dafür deine Schicht verkürzt. Gab's eigentlich Ärger? Ist eine Kündigung Ärger? In deinem Fall nicht. Vergeudest du dein Talent wenigstens nicht länger beim Schnitzelbraten? Frittieren, Mama. Frittieren. Das macht's nicht besser. Mhm. Das Arbeitsamt aber auch nicht. Du weißt, dass du jederzeit... Nein, danke. Aber du bleibst wenigstens, bis wir Ersatz gefunden haben, ja? Das kann Jahre dauern. Gute Leute, die drauf stehen, sich von Papa quälen zu lassen, gibt's nicht so viele. Johnny, bitte. Eine Woche. Nein, zwei. Zwei und ich rede mit deinem Papa, ja? Er ist gerade in einer schwierigen Phase. Mhm. War er jemals in einer anderen? Glaubst du, ich hätte ihn sonst geheiratet? Dein Papa war charmant und witzig und aufmerksam. Sehr aufmerksam. Mhm. Und was ist er jetzt? Ein Koch, der seinen zweiten Stern will. Eine Woche. Mhm. Kein Tag länger. Janni, bitte. Nö! Sie ist langweilig. Aber die habe ich gerade... Da gibt es keine Aber. Du musst versuchen, das Besondere zu finden. Zu meiner Zeit. Da war schon das Besondere, wenn man den Teller nicht so voll gepackt hat, dass beim Servieren was runterfiel. Aber heute reicht das nicht mehr. Ich fange jetzt nicht mehr an mit diesem Stickstoff und Sphären und Saftperlen. Ganze Hokuspokus. Das musst du doch auch gar nicht. Kontinuität, Präzision und Perfektion sind das eine, aber... Qualität? Qualität ist auch Kreativität. Wer mehr Sterne will, der muss auch mehr bieten, mein Sohn. Das Bessere ist der Feind vom Guten, das weißt du doch. Gefällt's Ihnen? Ich habe ein bisschen renoviert. Ich find's wunderschön. Als ich das letzte Mal hier war, stand alles noch voller fieser grüner Plastikeimer und Gießkannen. Wo ist denn Frau Huber? Hat sie nichts gesagt? Nichts gesagt und keine Blumen mehr geliefert. Ist sie krank? Die Arme kam nicht mal mehr die Treppen hoch. Ihre Tochter hat sie zu sich genommen. Ein Wunder, dass sie überhaupt allein den Laden führen konnte. Tut mir leid. Entschuldigung. Per Lüders. Linda Hessler. Vom Hungenbach. Hungenbach? Biedermeier, 15 cm. Genau die. Schon mal an was anderes gedacht? Wir kochen sehr klassisch. Aber deswegen brauchen Sie ja keine Biedermeier-Sträußchen auf den Tischen. Ich meine, bei Ihnen läuft ja auch nicht nur den ganzen Abend diese Fahrstuhlmusik. Bei uns läuft durchaus zum Essen im Restaurant klassische Musik. Leichte klassische Musik, wie auch immer Sie das bezeichnen mögen. Tut mir leid. Aber ich glaube, ich sollte das nächste Fettnäpfchen vielleicht einfach mal auslassen. Sonst wird's ein bisschen zu kritisch. Wissen Sie was? Machen Sie uns doch einfach ein paar Vorschläge. Und dann sehen wir weiter. Ja? Einen schönen Tag noch, Herr Lüders. Den wünsche ich Ihnen auch. Unbekannter Verehrer oder hat Frank irgendwelche Drogen genommen? Geschenk von unserem neuen Floristen. Es besteht also Hoffnung, dass Frau Huberts Top-Kreationen der Vergangenheit angehören. Mal sehen, was der Neue kann. Also für mich sieht das nach einem sehr guten Anfang aus. Darf ich ein bisschen Wein nachschenken? Ja, bitte. Nabend. Guten Abend. David. Ich hätte gern einen Tisch für eine Person. Haben Sie reserviert? Nein, aber ich kenne die Besitzerin. Ich denke, da lässt sich was machen. Kommen Sie doch bitte. Doch.
Ich will mich überraschen lassen. Wenn ich weiß, wie Sie kochen, dann finden wir auch die passenden Blumen. Sie sind ein guter Geschäftsmann. Ich versuche, einer zu sein. Schönes Arrangement. Ich kenne den Floristen. Menü für eine Person, bitte. Wie für einen? Mindestens zwei Personen, nicht um diese Zeit. Ich weiß, es ist der neue Florist, der möchte unsere Küche kennenlernen. So, morgen Abend um 7 wiederkommen. Jemanden mitbringen, wenn er jemanden kennt. Papa, sei doch einmal locker. Mit locker kommt man nicht weit. Macht aber mehr Spaß. Das ist wie eine Küche oder eine Kuschelecke. Gut, kann los. 5, 6. Das mit dem Menü geht klar. Danke. Wiedersehen. Vielen Dank. Darf ich? Ja. War wie immer hervorragend. Ich habe heute schon Blumen bekommen. Sie schon, aber Ihr Team nicht. Bitte nehmen Sie es. Dankeschön. Und was machen Sie jetzt? Mein Mann hat noch in der Küche zu tun und ich wollte eigentlich... Noch ein bisschen hierbleiben. Das wäre wunderbar. Ich kann uns noch eine Flasche Wein bestellen. Sie sind aber hartnäckig. Hier, das ist so eine Art Wiedergutmachung für die Fahrstuhlmusik. Meine Lieblings-CD. Vielleicht gefällt sie Ihnen ja auch. Kenn ich gar nicht. Na ja, dann sollten Sie sie am besten gleich mal einlegen. Ich geh dann mal. Sie müssen es nur wollen. Oh. Entschuldigung. Ich will auch nicht, dass mein Mann uns so sieht. Er kann ruhig mitmachen. Aber so finde ich es, ehrlich gesagt, besser. Oh Gott, ist das spät. Entschuldigung. Warum entschuldigen Sie sich? Es ist doch fantastisch, wie die Zeit verflogen ist. Es ist einfach... Könnten wir das bei Gelegenheit wiederholen? Das ist eigentlich kein Tanzsalon hier. Dann tanzen wir eben woanders. Mal sehen. Mal sehen ist nicht genug. Versprochen. Versprochen. Du bist ja noch da. Ja. Gehen wir? Ist das nicht eine wunderschöne Nacht? Ah, dunkel. Es ist eine wunderschöne Nacht. Schau wenigstens einmal nach oben, du alter Miesepeter. Sterne, toll. Zwei würden mir reichen. Oh, ist kalt. Können wir? Und im weiteren Verlauf Köln Richtung Olpe auf der A4 sehr fließender Verkehr. Hast du die Abrechnung gemacht? Ich habe getanzt. Getanzt? Hm. Wo? Bei uns im Restaurant. Ein Gast hatte Musik mit. Wir sollten tanzen gehen. Du und ich, am besten gleich morgen. Morgen koche ich.
Übermorgen koche ich auch. Ich koche überhaupt jeden Tag. Außerdem habe ich zwei linke Füße. Das kann man doch lernen. Ja, das kann man lernen. Aber man muss nicht. Nein, man muss nicht. I realize that everything goes on. I'm past recovery of control. Ach, hier sind Sie. Hallo. Und müde? Nein, überhaupt nicht. Sind wir verabredet? Nicht direkt. Ich wollte Ihnen gerne zeigen, was ich mir für Ihr Restaurant überlegt habe. Das Restaurant gehört meinem Mann und mir. Ich habe gestern Nacht noch ein paar Blumenarrangements für Sie entworfen. Alles in Weiß und Grün? Da sind ja kaum noch Blüten dran. Wir müssen ja einen tollen Eindruck auf Sie gemacht haben. Langweilig, sparsam und freudlos. Klar, direkt und offen. Wie Sie. Und das Restaurant und die Küche. Also das hier gefällt mir am besten. Die anderen sind auch schön. Vielleicht können wir die in den nächsten Wochen ausprobieren. Und was kommt als nächstes? Der Raum. Der Raum bräuchte mehr Einfachheit, mehr Schlichtheit, mehr Weite. Man müsste das Rustikale brechen. Ich würde zum Beispiel über die Lampen nachdenken. Was haben Sie denn gemacht, bevor Sie den Blumenladen übernommen haben? Ich war Innenarchitekt. Und warum sind Sie das jetzt nicht mehr? Bin ich doch noch. Allerdings jetzt mehr als Hobby. Aha. Aha. Heißt das, wir kommen zusammen? Ja. Also blumentechnisch. Über das andere muss ich noch ein bisschen nachdenken. Klingt für mich schon mal ganz gut. Also da kann ich jetzt echt nichts dafür, wenn der Kaffee kalt wird. Ja, ich kann jetzt nicht. Ich muss arbeiten. Das ist Arbeit. Ich muss wissen, wie du die findest. Lecker. Lecker? Ich bin eine Künstlerin. Und du hast Liebeskummer. Was machst du ja eigentlich? Ich weiß noch nicht. Ich will mal was Neues ausprobieren. Sag mal, wie findest du die? Guck mal, die sind von unserem neuen Floristen. Nicht schlecht. Der kann was, der Florist. Sag mal, sind nicht alle Floristen schwul? Was weiß ich? Frag ihn. Darf ich? Nein. Sieht der gut aus? Kannst ihn dir selber angucken. Er kommt ja einmal die Woche. Single? Keine Ahnung. Also wirklich, da kommt endlich mal ein neuer Mann in diesen Schuppen und du hast keine Ahnung. Ich bin verheiratet. Schon vergessen? Du hast Frank. Was immer das auch heißen mag. Komm, jetzt reicht's. Ja, das würde ich an deiner Stelle auch sagen. Besser als Sex. Na, du kennst dich ja aus. Jan, komm her. Probier mal. Viel Säure. Also nur weil du Chili vom Cayennepfeffer unterscheiden kannst, lasse ich mir von dir noch lange nicht sagen, wie ich meine Soßen abzuschmecken habe. War ich in Thailand oder du? Ha, sich ewig und zwei Tage in der Weltgeschichte herumtreiben, mir dann sagen wollen, wie es geht, ich glaub's ja nicht. Kann ja nicht jeder Rezepte von Papa nachkochen. Hier muss es funktionieren, mein Junge, verstehst du mich? Hier! Wie es funktioniert, bestimmst du oder was, ja? Kann ich ja gehen? Könntet ihr zwei bitte aufhören? Er hat mich provoziert. Er hat angefangen, wir sind doch nicht im Kindergarten. Du bleibst hier, bitte. Bitte. Hat sich der Fischtyp gemeldet? Seit einer Stunde überfällig. Ruf ihn halt an. Wenn er nicht bald hier auftaucht, gibt's heute nur Salat. Ich mach schon. Du blutest. Ja, ich hab gerade drüben. Ja, das muss sofort verbunden werden. Also nicht, dass da was ins Essen kommt. Danke für deine Fürsorge. Also als die Sensibilität erfunden wurde, warst du wohl auf dem Klo. Ja, was denn? Und vergiss den Fisch mal nicht. So.
Salon Bresen. Hey, ist es das, wonach es aussieht? Hast du vielleicht gerade einen Kuchen im Ofen, der zufällig schwarz wird? Nee. Und was hast du überhaupt den halben Tag da drüben gemacht? Das wirst du viel zu neugieriger Mensch noch früh genug erfahren. Alles klar? Ja. Ist die andere CD kaputt? Der Trend geht zur zweiten CD. Wer hätte gedacht, dass dieser Tag noch kommt? Ich hatte schon Angst, euch würde euch was fehlen. Na, haben die schon Pause? War nur für kleine Mädchen. Lena, da läuft Musik. Das tut es jeden Abend. Nein, jeden Abend läuft andere Musik. Was ist hier los? Warum werden hier Dinge geändert, ohne mit mir darüber zu sprechen? Du kochst, da mische ich mich doch auch nicht ein. Das ist doch ganz was anderes. Das sehe ich nicht so. Als wir den Laden übernommen haben, hatten wir eine klare Absprache. Seit mein Vater dieses Restaurant vor 30 Jahren eröffnet hat... Sind 30 Jahre vergangen. Tja. Und obwohl die armen Komponisten auch damals schon tot waren, finde ich, sollten wir sie nicht auch noch zu Tode dudeln. Tja. Es ist Zeit, mal was Neues auszuprobieren. Tja. Also ich finde, zu meinem Essen passt klassische Musik eigentlich ganz gut. Zweimal Mango, Chef. Sehr schön. Gehst du hin? Ich habe die Karte gesehen, der Florist wartet auf dich. Hat der Florist eigentlich einen Namen? Ich meine, der Florist. Das klingt wie in einem Krimi. Der Mörder mit der Blumenschere. Er heißt Peer. Oh, kein Protest? Kein, ich weiß nicht, wovon du redest? Würde das irgendwas nützen? Nein. Mhm. Frank ist ein Idiot. Prost. Das ist er wirklich. Aber in deinem Leben ist alles ein Aber. Wie lange willst du das noch machen? Du willst doch irgendwann auch mal glücklich sein. Ich war glücklich. Frank und ich waren sehr glücklich. Also sich an glücklich zu erinnern, das reicht nicht. Dafür bist du ein bisschen zu jung. Trotzdem bin ich total durch den Wind. Ja, aber das ist doch normal. Du bist dermaßen vertrocknet, dass du jedes Tröpfchen Wasser, das der Florist in seiner Gießkanne hat, gierig aufsaugst. Jetzt verheddert sich aber jemand in seinen Metaphern. Linda, es ist soweit. Was? Vater, erzähl du's ihr. Ihr macht's ja spannend. Volker Ulrich. Volker Ulrich, dieser Tester, kommt in die Stadt. Mein Freund Otto hat gerade angerufen. Sie haben eine Zimmerreservierung auf seinen Namen. Und wir sind die Einzigen, die es wissen. Willkommen! Und es wird gut sein! Und wir werden perfekt sein! Und dann bekomme ich endlich meine zwei. Ja! Was, wenn nicht? Also, wenn er nicht kommt? Oder wenn er kommt und du den zweiten Stern nicht bekommst, was dann? Linda, es ist doch nur dieser eine Abend. Es ist genau nicht nur dieser eine Abend und das weißt du auch. Wilhelm wollte auch nur den Stern und dann hat er sein ganzes Leben dran gesetzt, den zu behalten. Und dann hast du dein ganzes Leben dran gesetzt, um ihn zu halten. Und was, wenn du jetzt einen zweiten Stern hast? Dann bedeutet das noch mehr Präzision und Perfektion und ganz viel Kontinuität. Das halte ich nicht aus. Wir haben die letzten Jahre gut damit gelebt. Linda, ohne dich schaffe ich es nicht. Wann kommt denn der Mann? In knapp zwei Wochen. Na, großartig.
Tester im Anflug und wir haben keinen Zuschef. Jan ist in ein paar Tagen wieder weg. Glaubst du nicht, du könntest ihn vielleicht überreden, ein paar Tage länger zu bleiben? Glaubst du nicht, dass du das besser versuchen solltest? Jan weiß, was ich gehört. Das Hungenbach ist ein Familienbetrieb. Und deine Familie hält zusammen. Das war so, das ist und das bleibt auch so. Hm. Und in 20 Jahren übernimmt er den Betrieb und bis dahin lässt er sich kommentarlos von Frank schikanieren? Wie der Vater, so der Sohn, das glaube ich in diesem Fall nicht. Wir sind ein Familienunternehmen und Jan weiß das. Hm. Ich frage mich nur manchmal, ob Frank das auch weiß. Ach, Janni, du weißt doch, dass dir das die Geschmacksnerven ruiniert. Ja, aber dafür beruhigt sie restlichen. Echt? Tut sie überhaupt nicht. In 2 Wochen kommt ein Tester in die Stadt. Und dein Vater dreht gerade durch. Hm, das macht auch ohne Tester. Ich wollte dich fragen, ob du noch bleiben kannst, bis der Spuk vorbei ist. Und dann? Du bestimmst, wohin die Reise geht. Vielleicht komme ich ja diesmal mit. Weißt du, Mama, ich war in den letzten 2 Jahren so viel unterwegs. Ich glaube, ich habe jetzt einfach mal Lust, irgendwo zu bleiben. Auch das kannst du. Dir stehen alle Wege offen. Ja, und genau das macht es nicht immer einfacher. Ich weiß. Hm? Boah, bist du groß geworden. Ich gehe wieder rein. Ja. Ist Wilhelm nach oben gegangen? Ja, ist schon nach oben. Bringst du ein Glas mit? Ja. Danke. Frank, wir brauchen eine Pause. Ja. Dann nimm mal einen Tag frei. Das muss mal ohne dich gehen. Ich will keinen Tag. Ich will Urlaub. 2 Wochen. Wie? 2 Wochen. Jetzt, wo es drauf ankommt? Na, nicht jetzt, natürlich. Aber es ist auch egal, ob ich sage jetzt oder gleich oder in 2 Monaten. Wenn der Tester durch ist, dann ist die Weihnachtssaison und dann müssen wir quasi schon die Terrasse eröffnen. Irgendwas ist immer das ganze Jahr über. Und ich bin müde. Wann sehen wir uns denn noch? Wir sehen uns doch jeden Tag. Da fragen auch andere, wie das bei denen aussieht. Das ist doch nicht das, was ich meine. Jeden Tag, das sind Chef und Chefin. Ich will gern mit dir in der Sonne am Strand liegen. Oder auf einen Berg klettern, egal, irgendwas. Mit dir abends in den Himmel schauen und einfach mal nichts tun. Verstehst du das nicht? Darf ich dir mal was zeigen? Wie soll das gehen? Wir müssen Lebensmittel im Werte von Tausenden von Euro vernichten. Du willst schon eine Woche vor deinem Urlaub anfangen, den Leuten nur noch Reste aufzutischen. Und was das bedeutet, das brauche ich dir nicht zu erklären. Wir könnten doch Jan die Küche überlassen. Jan ist noch nicht so weit, noch lange nicht. 2 Wochen ist er wieder auf der Piste, den hält dir nichts. Aber irgendeinen Weg müssen wir doch finden. Du hast gewusst, wie es läuft, als wir geheiratet haben. Ich habe dich nie im Unklaren gelassen. Ja, ich hab's gewusst. Aber wir haben uns damals auch vorgenommen, es genau nicht so zu machen wie deine Eltern. Niemand konnte wissen, dass Vaters Hüfte nicht mehr mitmacht. Natürlich nicht. Aber wenn es die nicht gewesen wäre, wäre dir bestimmt irgendwas anderes eingefallen. Wo willst du hin? Es ist schon spät. Dann hoffe ich mal, dass es noch nicht zu spät ist. Mit der Hand? Ach, nichts weiter. Zum Tanzen rechts. 8 und 1, 2, 3. Und wollen wir? 4 und 1, 2, einfach so? 3. Ja, warum nicht? Komm. 7 und 8 und 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 4,
Warum oder guckst du das? Wird Ihnen das vielleicht zu viel an Ihrem ersten Abend? Das kriegen Sie sich doch am Ende eh. Wo ist das Problem? Ist doch herrlich zu wissen, wie die Dinge ausgehen. Du arbeitest hier. Vor allem ist es langweilig. Ja. Wo ist Mama? Ausgegangen. Wohin? Hat sie nicht gesagt. Mit Amelie? Keine Ahnung. Sag mal, kann es sein, dass ihr euch gerade so ein bisschen auseinanderlebt? Kann es sein, dass dich das überhaupt nichts angeht? Hey, ich will nur nett sein, ja? Ja, ich will meine Ruhe haben. Das hört sich ja nach perfekter Gesprächsführung an. Solltest ein Buch darüber schreiben. Wenn du Ärger haben willst, kannst du den gerne haben. Nein, denn wenn wir Ärger haben, dann haben wir den auch im Restaurant und dann gehe ich. Und wenn ich gehe, hast du ein Problem. Ja, bilde dir mal nicht zu viel ein auf deine 3,5 Soßen, die du drauf hast, ja? Alles klar. Tschüss. Entschuldigung. Jan, tut mir leid, das war nicht so gemein. Aber das mit deiner Mutter und mir, das läuft zurzeit wirklich nicht gerade rund. Ja, Mann, dann tu doch was. Oder was? Hey, ich bin dein Sohn, also ich sollte dir an solchen Punkten keine Ratschläge geben müssen. Tipp unter Männern? Also gut. Gerüchte halber, ja? Habe ich gehört, dass du früher mal anders warst. Versuch's mal in die Richtung. Komm gut nach Hause. Ja, du auch. Bis nächste Woche. Ja, dann bringe ich sie ein Stück. In der dunklen Nacht ist das ein Gebot der Ritterlichkeit. Es gibt doch gar keine Drachen mehr. Naja, es wurden lediglich schon längere Zeit keine mehr gesehen. Tja, dann wollen wir natürlich kein unnötiges Risiko eingehen. Hm? Und jetzt glauben Sie, dass Sie auf Dauer mit den Blumen besser zurechtkommen? Ich hoffe es. Also im Moment geht's mir eigentlich ganz gut. Und ich bin froh, dass ich endlich Zeit habe für die richtig schönen Dinge des Lebens. Ihre Frau tanzt wohl gar nicht? Ich bin nicht verheiratet. Ich habe auch keine Kinder, wenn Sie das meinen. Ja. Aber wenn wir schon über solche persönlichen Dinge reden, sollten wir vielleicht einfach du sagen. Ja, das sollten wir. Aber nochmal zurück zu den Frauen. Sie haben also bisher, also du hast bis heute vergeblich auf die Prinzessin mit der richtigen Schuhgröße gewartet, ja? Genau. Aschenputtel. Ritter überlegen nämlich ganz genau, für welche holde Maid es sich wirklich lohnt, gegen Drachen zu kämpfen. Klar. Darf ich bitten? Gerne, edler Ritter. Es könnte schwer werden, einer zu bleiben. Fahr vorsichtig. Mhm. Du Ärmster, jetzt hast du ein Problem. Ich habe kein Problem, ich bin verheiratet. Träum weiter. Du glaubst gar nicht, was alles passieren kann, wenn man allein und unglücklich ist. Ich bin nicht allein und unglücklich. Nach 2 Scheidungen weiß ich, wovon ich rede. Du bist die Expertin, Hintern hoch. Ganz genau. Ich weiß doch auch nicht, was los ist. Bisher war doch alles in Ordnung mit Frank und mir. Und dann taucht Pia auf und plötzlich, hulala. Also es war auch vorher nicht gut. Aber jetzt mit Per fällt's dir auf, oder? Was willst du denn? Der ist nett, der ist neu in der Stadt, der will bloß ein paar Leute kennenlernen, da geht er halt zum Tanzen. Ah. Und du warst gestern da, weil du es auch willst? Na, dann sind eure Motive ja total keusch und rein. Genau. Ich würde der Sache eine Chance geben. Den Stühlen? Dem Mann. Ich setz doch für ein bisschen Bauchkribbeln nicht meine Ehe aufs Spiel. Das überlasse ich anderen. Also, weißt du, was deine Ehe ist? Grüß dich dann, Chefin. Ja, gut, dass Sie da sind. Der Leuchter kommt runter und weg. Was machst du denn hier? Hallo. Gibt's Probleme? Warum rufst du nicht an? Ja, weil nichts ist. Ich wollte dich abholen. Aber ich dachte, wir können mal was zusammen machen. Wir werden doch einen Vormittag auch ohne dich auskommen. Lass uns eine Stunde spazieren gehen und dann gehen wir eine Kleinigkeit essen, ja? Das ist jetzt gerade total schlecht. Nur 2-3 Stunden. Ich habe eine Überraschung für dich. 2-3 Stunden? Dann vergammelt mir meine ganze Lieferung. Aber weißt du, wenn jetzt sogar die Auberginen wichtiger sind als ich, dann haben wir wirklich ein Problem. Wir haben dann ein Problem, wenn du nächtelang wegbleibst, ohne mir zu sagen, wo du warst. Nächtelang? Ich war einen Abend tanzen. Einen Abend. Und den hätte ich sehr gern mit dir verbracht. Aber du und deine 2 linken Füße, ihr hattet ja kein Interesse. Ja, und keine Zeit. Weil ich ja der Idiot bin, der sich den Kopf um unseren Laden macht. Ach, was willst du mir damit unterstellen, dass mich das alles nicht interessiert? In Wirklichkeit geht's dir doch nur um dich und deinen verdammten Stern. Ich komme doch in deinem Leben überhaupt nicht mehr vor. Ach, wie kommst du denn darauf?
Wenn ich nach Hause komme, schläfst du doch meistens. Ich frühstücke allein, weil du zu nachtschlafender Zeit auf den Großmarkt musst. Ich bin vorne im Service, du hinten in der Küche. Und wenn ich dann zu dir sage, bitte dreimal das Menü für Tisch 7 und du zu mir sagst, das dauert aber, dann ist das doch nichts, was normale Menschen für ein Gespräch halten würden. Linda! Und was darf's heute sein? Grau? Hey! Mal sehen. Ja, lebhaft grau. Oder dezent grau. Ich hab's. Asphaltgrau. Oder lieber Mausgrau? Hä? Nein? Ich mag grau. Ich glaube, es gibt keinen, der es noch nicht mitbekommen hat. Langweilig. Ich könnte mir vorstellen, dass dir eine Farbe steht. Also eine echte Farbe und nicht... Vergiss es. Erstaunlich, was auch in kurzer Zeit möglich ist, wenn man nur will. Übrigens, du siehst richtig gut aus. Danke. Kein Komplettumbau. Hätte ich den nötig? Aber ein Schritt in die richtige Richtung. Was sagt eigentlich Frank? Den habe ich noch gar nicht gesehen. Hallo? Wo kann ich denn die Blumen hinstellen? Ich fasse es nicht. Das ist ja ein wunderschöner Raum. Das ist großartig. Ich bin beeindruckt. Und ich bin Amelie. Ich bin der neue Florist. Ich bin für Süßes verantwortlich. Das sieht man. Ach, wirklich? Ja, du bist über und über voll mit Schokolade, wie immer. Berufsrisiko. Welches ist Ihres? Ich werde dick, wenn ich zu viele gute Restaurants beliefere. Das kann ich mir kaum vorstellen. Sie sehen hervorragend aus. Wie übrigens Ihre Blumen auch. Ganz toll. Danke. Ja, ich muss da mal wieder. War nett. Finde ich auch. Ich habe im Auto draußen noch mehr von den Gestecken. Oh, ich helfe dir tragen. Überraschung? Das ist keine Überraschung. Das ist ein Überfall. Ich dachte, unsere Gäste werden es sicherlich schätzen, wenn es bei uns ein kleines bisschen leichter und luftiger ist. Kommen unsere Gäste wegen der frischen Luft? Nein, sie kommen zum Essen, zu mir. Kochen können andere auch. Ja, aber nicht so gut. Das mag ja sein. Aber es schadet doch nichts, wenn sich unsere Gäste bei uns auch wohlfühlen. Ich will unseren Service trainieren. Ja, das fände ich prima. Wir werden tanzen. Wie tanzen? In meinem Restaurant? Und was kommt als nächstes? Table Dance und ich serviere im Tanga? So meine ich das doch nicht. Du übertreibst schon wieder maßlos, Frank. Ich meine, es geht um die Haltung, die Körperhaltung. Nicht mehr und nicht weniger. Also ich verstehe dich nicht. Eben willst du nur noch weg und dann plötzlich, wie aus dem Nichts, willst du alles noch besser, noch perfekter machen. Verpulverst unsere ganzen Reserven für unnötige Umbauten und kommst auf die absurdesten Ideen. So wie du immer sagst, keine halben Sachen. Ja schon, aber das ist doch noch lange kein Grund, alles in Frage zu stellen. Linda, bleib hier! Der Umbau, das mit dem Umbau mag ja noch angehen, aber tanzen in meinem Haus? In einem Restaurant kann es nur einen Chef geben und der solltest du sein. Dann nehme ich dir ja deinen Job weg. Ja, bitte? Ich habe das gerade eben nicht richtig verstanden. Schon gut, Vater, schon gut. Ja. Nicht so schlecht aus. Was machst du? Ich koch mir was. Ich hab Hunger. Kenn ich nicht. Was ist das? Eine Beurre Blanc auf Kokosbasis. Was ist da drin? Ingwer? Galgant.
Was ist das? Das ist Thai-Ingwer. Du lagst also schon ganz richtig. Zu Fisch. Mhm. Mach mir einen Teller mit. Geht klar. Du hast das Talent, mein Junge. Du hast es. Mein Vater ist fleißig, macht alles richtig. Ja, Präzision, Perfektion und Kontinuität? Na, dein Vater braucht den strengen Rahmen. Aber du hast mein Talent geerbt. Du findest das Neue im Alten. Du weißt, wie es geht und du hast Fantasie. Stellt euch einfach vor, ihr seid die Gastgeber des Abends. Und mit Stolz und Freude präsentiert ihr unsere Gerichte. Ja? Lasst uns mal probieren. Ich zähle ein auf 8, 5, 6, 7, 8. Stolz, aufrecht, Nacken lang. Die freie Hand könnt ihr hinten auf den Rücken legen. Genau. Und dann probieren wir es gleich nochmal. Mach noch ein bisschen langsamer, dann wächst die Zucchini auf dem Brett wieder nach. Aufwachen, Sascha. Ja, Chef, heißt das? Ja, Chef. Amelie, die Trüffel gestern waren zu süß. Geschmackssache. Scheiße. Nicht in meiner Küche. In meiner Küche entscheide ich, was du süß ist und was nicht. In deiner Küche. Was soll denn das jetzt wieder heißen? Nichts, nichts, kein nichts. Nicht zu übermütig, ja? Nacken lang, Kopf hoch, Augen geradeaus. Und die Teller? Da musst du doch nicht drauf gucken, du weißt doch, was drauf ist. Darf ich bitten? Aber gern. Und in der nächsten Runde könnt ihr die Reihe auflösen und geht zu euren Tischen. Boah, Entschuldigung! Stopp, neue Regel. Also hier gilt auch rechts vor links. Leute, Leute, was ist denn hier los? Sind wir in einem Kochmusical oder was? Jetzt wird gearbeitet. Ende der Vorstellung. Hallo. Das sieht ja nicht schlecht aus. Jetzt zeigen wir, wie es richtig geht. Linda, ich glaube, das mit dem Tanzen sollten wir jetzt besser lassen. Und genau das habe ich gemeint. Sie tanzt mir auf der Nase rum. Ich tanze mit ihr in den Sonnenuntergang. Du, mach endlich was! In meinem Restaurant wird nicht getanzt. Ich dachte, das Restaurant... Ja, nur weil mein Vater den Laden 1000 Jahre geführt hat, heißt es noch lange nicht, dass er nicht mir gehört. Ihnen beiden? Ja, natürlich. Wir führen das Restaurant gemeinsam, meine Frau und ich. Wer sind Sie überhaupt? Das ist Pierre Lüders. Ich bin der neue Florist. Ah, der Florist. Wie gefallen Ihnen die Blumen? Welche Blumen? Kommst du mal bitte? Ja, und ob. Ich meine, du krempelst mein Restaurant. Unser. Komm. Ja, gut, ja, unser Restaurant komplett um und als Krönung des Ganzen stellst du diese giftgrüne Scheußlichkeit hier auf den Tisch. Was soll das überhaupt sein? Das sind Pflanzenarrangements. Ach, dann pass mal auf, dass unsere Gäste das nicht mit dem Salat verwechseln. Du hättest mir dieses Arrangement wenigstens mal zeigen können, bevor du sie im Dutzend bestellst. Du fragst mich doch auch nicht, wenn du was am Menü änderst. Musst du auch gar nicht. Du änderst ja nichts. Gestatten Sie? Das ist ja wohl. Ich meine, jetzt gehst du deutlich zu weit. Wir müssen uns abheben, Frank. Wir müssen unseren Gästen mehr bieten. Was soll denn das an die Arbeit los? Habt ihr nichts zu tun? Hopp, hopp! Und wenn sie uns die Bude einrennen, dann kommst du aber nie ans Meer. Vielleicht will ich das dann auch gar nicht mehr, weil mir das da drin endlich wieder Spaß macht. Spaß, Spaß. Ich höre immer nur Spaß. Das Leben ist doch kein Kindergeburtstag, verdammt! Schade eigentlich. Was zählt, ist Präzision, Kontinuität und Qualität. Und Tradition. Ja, auch. Ja. Mit diesem ganzen Nichts und diesem lächerlichen Grünzeug vergraulen wir unsere Gäste. Frank, weniger ist manchmal mehr. Ja, aber manchmal ist mehr auch wirklich mehr. Apropos, wie siehst du überhaupt aus? Ich sehe aus, wie es mir gefällt, oder brauche ich dazu auch noch eine Genehmigung von dir? Nein, natürlich nicht. Findest du das schön? Was?
war denn los? Das Übliche. Gewürzt mit einer Prise Eifersucht. Dabei ging es ihm die ganze Zeit nur um sein heiliges Restaurant. Und du hast ja ein bisschen mehr Eifersucht erwartet. Klar. Dann sollten wir endlich was dafür tun. Das geht doch nicht. Manchmal laufen die Dinge so, wie sie nicht laufen sollen. Und es ist trotzdem gut. Geh nicht weg. Ich muss. Warum denn? Das frage ich mich gerade auch. Du weißt doch, dass ich abhängig bin von Zitronenmelisse. Ja, aber wenn du es in hohen Dosen brauchst, dann ist es schlimm. Ist es. Was ist denn los? Willst du die Erwachsene oder die Mama-Variante? Wir können es ja mal mit der Erwachsenen probieren. Ich habe eben zum ersten Mal seit über 20 Jahren einen anderen Mann als deinen Papa geküsst. Okay. Was wäre die Mama-Variante gewesen? Die Mami hat Kopfschmerzen, mein Schätzchen. Ist gleich wieder gut. Die nehme ich das nächste Mal. Geht klar. Und was ist jetzt? Ich weiß es nicht. Aber du und Papa, ihr... Ihr trennt euch doch nicht. Ich wusste gar nicht, dass du so ein großer Fan unserer Ehe bist. Ich kann mir halt nichts anderes vorstellen. Ich eben auch nicht. Aber bloß, weil man sich gar nichts anderes vorstellen kann, alles beim Alten zu belassen, ist doch auch irgendwie blöd, oder? Und das Zeug hilft ja. Kannst ja mal probieren. Entschuldigung. Wie sieht das denn aus hier? Was ist denn das für eine Baustelle? Kein Teller, ich wiederhole, kein Teller verlässt diese Küche, ohne dass ich ihn gesehen habe. Verstanden? Ja, Chef. Ich will jede Soße probieren. Aber jetzt holt hier keine mehr Luft, ohne meine Zustimmung. Findest du nicht, dass du jetzt ein bisschen übertreibst? Ich bin mir überhaupt nicht sicher, dass der Tester heute kommt. Hier wird immer gekocht, als wäre es ja ein Tester draußen. Haben wir uns verstanden? Sag mal, wie oft muss ich dir noch sagen, das Geschirr wird vorgespült? Los, alles noch mal raus! Ja, ja. Mann! Mann, was ist denn heute los? Freunde, der Koch kommt! Kommen Sie gut nach Hause. Hey. Dankeschön. Schluss für heute. Es war ein langer Tag. Aber wir müssen es doch noch fertig machen. Ach, bring den Käse in die Kühlung und den Wein verkorken und dann ist gut. Komm gut nach Hause, den Rest machen wir morgen. War das ein Abend? Die Gäste waren zufrieden. Das will ich Ihnen auch geraten haben. Linda, wie ich mich heute aufgeführt habe, dass... Das war unmöglich. Kannst du mir noch mal verzeihen? Ich nehme deine Entschuldigung an. Das klingt aber dramatisch. Das war's auch. Frank, wir müssen irgendwas finden, was uns wieder zusammen Freude macht. Irgendwas nur für uns, was nichts mit dem Restaurant zu tun hat. Tanzen? Komm,
Tanzen wäre schön. Es macht so einen Spaß. Ja. Es muss nicht tanzen sein. Irgendwas wandern oder schwimmen. Nur zusammen. Wo sind die denn alle hin? Ich habe sie nach Hause geschickt. Ja, aber es ist doch noch gar nichts fertig. Es war so ein langer Tag. Den Rest machen wir morgen. Warum tust du das? Warum machst du alles anders als früher? Weil es sich für mich richtiger anfühlt. Ja, du findest es auch richtig, mit einem anderen Mann tanzen zu gehen, während ich versuche, hier den Laden in Gang zu halten? Ja, weil du dir nicht mehr die Zeit nimmst, was mit mir zu unternehmen. Ja, ich würde gern mit dir etwas unternehmen. Ich würde gern mit dir Zeit verbringen. Vögel gucken und alles Mögliche. Wenn ich mich nicht auch noch darum kümmern müsste, dass hier frische Decken auf die Tische kommen. Du hast dich in 20 Jahren nicht ein einziges Mal um eine einzige unserer Tischdecken gekümmert. Und du führst dich auf, als würdest du hier vorne den Service alleine machen. Ja, genau das Gefühl habe ich. Linda? Mama draußen? Nö, wir wagen es nicht. Ich habe keine Ahnung. Verdammt. Verdammt? Wieso sagst du das? Weil du dir Sorgen um Mama machst? Oder weil du Angst hast, dass sie deine Servicechefin geht? Genau dann, wenn der Tester vor der Tür steht und du sie am dringendsten brauchst? Etwas von beiden, denke ich. Das ist ja schon mal ein Anfang. Für was? Für deine zweite Chance bei Mama. Brauche ich die? Wenn du es versaust, ist sie weg. Wie? Weg? Sie verlässt dich. Und so wie du sie die letzten Jahre behandelt hast, wundert es mich ehrlich gesagt, dass sie noch da ist. Ist es dieser Mann? Dieser tanzende Florist? Ist das wichtig? Ist das so schlimm? Was soll ich machen? Ich bin, wie ich bin. Das kann man nicht einfach so ändern. Ein Versuch ist es wert. Ein extrem gut aussehender Mann umwirbt dich, als wärst du keine 40. Also nicht, dass ich sagen wollte, dass du auch nur einen Tag älter aussiehst als 35. Und du liegst auf meinem Sofa rum und jammerst. Ich jammer ja gar nicht. Bin bloß ein bisschen unsicher. Wie stehen die Chancen, dass es mit dir und Frank wieder besser wird? Keine Antwort ist auch eine Süße. Und du würdest das also riskieren, ja? Na, also ich sowieso. Na los. Doch nicht jetzt. Das wirkt so verzweifelt. Ich bin verzweifelt. Ja klar, aber das muss doch Per nicht wissen, oder? Schokolade, Grappa, Whisky. Hm.
hier los? Was machst du denn hier? Ich denke, du bist auf dem Großmarkt. Vater ist mit Jan zusammengefahren. Ich habe uns Frühstück gemacht. Aha. Denn so wie ich Amelie kenne, hat sie außer Süßkram nichts im Kühlschrank, oder? Woher? Männer, die die Nächte alleine verbringen, haben da so ihre Quellen. Komm, setz dich. Bitte, Kaffee, Tee oder ganz was anderes? Das ist lieb von dir, das ist eine tolle Überraschung, aber... Aber 15 Jahre zu spät. Ja. Ich erwarte einen Lieferanten. Der kommt in einer halben Stunde, den will ich nicht warten lassen vorm Laden. Eigentlich wollte ich nur die Unterlagen holen. Es tut mir wirklich leid. Vielleicht können wir das einmal nachholen. Ja, klar, klar. Er hat mir Frühstück gemacht. Der Tisch sah ganz toll aus. Stell dir vor, Frank. Und deswegen ist jetzt alles wieder gut? Also, du bist echt bescheiden geworden, Süße. Naja, es ist immerhin ein Anfang. Also, ich dachte, du wolltest ganz was anderes anfangen. Ich glaube, das wolltest vor allem du. Hallo? Bist du noch dran? Ja. Ja, doch, aber ich muss jetzt Schluss machen. Wir reden später weiter, ja? Tschüss! Hier. Haben wir einen Termin? Brauche ich den? Nein, ich habe nur so viel zu tun. Linda, ich weiß, dass es nicht immer einfach ist. Es ist gerade furchtbar kompliziert. Nicht, bitte nicht hier. Frank ist schon da, ich möchte nicht, dass er uns so sieht. Versprich mir, dass du heute Abend kommst. Wenn du mich loslässt. Das ist ein schlechter Tausch. Ich verspreche, ich komme. Um 8. Ich muss arbeiten. Und es kann nicht einen Abend ohne dich gehen? Doch, es kann. Guten Morgen, Herr Kraft. Guten Morgen, Chefin. Ja. Was machst du denn? Überraschung. Wenn wir wegen der Lieferung nicht zu Hause frühstücken können, dann machen wir das eben hier. Komm. Ich kann nicht. Setz dich. Ich meine, wir haben eine knappe Stunde, dann muss ich an den Herd. Ich kann wirklich nicht. Ich habe zu viel zu erledigen. Ich kann warten. Nicht ewig, aber... Ich verstehe es auch gar nicht. Vor ein paar Tagen war es dir noch nicht mal möglich, deine heiligen Auberginen von fremden Händen in die Kühlung legen zu lassen. Und jetzt das hier. Der Mensch kann sich ändern. Der Mensch ja, aber du? Das könnte ich jetzt direkt persönlich nehmen. Es tut mir leid, war ein blöder Witz. Frau Hessler? Ja? Ah ja, bitte geradeaus und dann hinten rechts. Ich komme gleich, ja? Jo. Es tut mir wirklich leid. Können wir später weiterreden? Machst du mir einen Cappuccino? Cappuccino? Ja, ja, klar. Sonst alles gut? Mhm. Soweit? Okay, dann bin ich weg. Tschüss. Danke, tschüss. Mittel. Sehr mittel. Mittel, ja? Das ist doch total untertrieben. Kann sein. Also damit kriegst du nie einen zweiten Stern. Sehr gut, ich hab verstanden. Ich bin nur ehrlich. Was machst du eigentlich schon hier? Ohne Küchenhilfen, die du schikanieren kannst, ist doch nur der halbe Spaß. Meine Mutter hatte leider keine Zeit mit mir zu frühstücken und ich hatte keine Lust, noch mal nach Hause zu gehen, deswegen. Weißt du, was dein Problem ist? Du nimmst das hier alles viel zu ernst. Du bist nicht locker. Locker, locker. Ich will gar nicht locker sein. Das ist mein Job, meine Existenz. Da ist man nicht locker. Ja, stimmt. Aber jetzt stell dir mal vor, du würdest ganz entspannt, quasi privat, einfach so ein paar Sachen zusammenrühren. Das ist was vollkommen anderes und tut echt gut. Also wenn ich an die Mädels denke, wie die auf Typen stehen, die kochen können. Kochen und essen, das ist für die so eine Art Vorspiel und dann... Ja, bitte keine Details, ja? Jetzt tu mal nicht so. Also für mich ist Kochen Qualität. Präzision und Kontinuität. Ganz genau. Was du hier machst, ist total unprofessionell. Mag sein. Funktioniert aber. Vorspiel, sagst du? Ja.
leider gut. Okay, also alles wie immer. Nur, dass ich jetzt hier bin und nicht Frau Hässler. Ja. Also, das kriegen wir hin. Mein Sohn hat mich gebeten, ihn heute zu vertreten. Es ist mir eine Ehre, wieder im Einsatz zu sein. Und nun werden wir kochen. Alles klar, ich bin soweit. Konstantin? Ich würde gerne meine Frau sprechen. Aber die hat sich doch heute freigenommen. Wie bitte? Wie, die ist nicht da? Naja, Grit vertritt sie. Ach so. Ja, danke schön. Ja, wieder. Doch, ich muss ins Restaurant, ich muss mal gucken, was da los ist. Da ist alles in Ordnung, die können auch einen Abend mal ohne dich. Guck mal, Frank hat schon mehrmals versucht anzurufen. Ich hätte ihm doch lieber selber sagen sollen, dass Grit mich heute Abend vertritt. Du hast ihm nichts gesagt? Manchmal stelle ich ihn lieber vor vollendete Tatsachen. Das finde ich gut. So vollendet wollte ich die Tatsachen dann allerdings doch nicht gestalten. Ich verstehe. Tschüss. Du warst nicht im Restaurant. Ja, ich habe gerade auch gedacht, ich hätte dir Bescheid sagen sollen. Warum bist du nicht nach Hause gekommen? Ich wollte tanzen gehen. Ich habe für uns gekocht. Du hast was? Das konnte ich nicht wissen, das tut mir leid. Ja, das ist ja toll. Jetzt muss man sich schon mit seiner eigenen Frau zum Essen verabreden. Ich habe dir übrigens auf die Mailbox gesprochen. Du hättest vielleicht mal zurückrufen können. Ich habe es gerade erst gesehen, tut mir leid. Ja. Ich wollte dich anrufen. Ja, großartig. Da will man einmal spontan sein und dann kommt dann sowas dabei raus, ja? Spontan? Du? Ja, ich. Ich habe beschlossen, dass wir unser Leben verändern müssen. Ach so, und weil du das beschlossen hast, muss ich für deine spontanen Launen auf Kommando zur Verfügung stehen, oder was? Aber mal dann ganz spontan eben Grit einspannen und tanzen gehen, das ist dann drin. Ja. Das ist dir wichtiger als dein Mann. Ich konnte doch nicht wissen, dass du für uns kochst. Ist doch keine Entschuldigung. Was ist es denn bitte dann? Das ist eine Ausrede, weil du dich nämlich mit unserer Beziehung überhaupt nicht auseinandersetzen willst. Wenn sich einer nicht auseinandersetzen will mit dem, was von unserer Beziehung noch übrig ist, dann bist das doch wohl du. Ja, aber ich mache wenigstens etwas. Vielleicht ein bisschen zu spät, hast du dir das mal überlegt? Aber Linda, ich... Ohne aber, mir reicht schon ganz, ganz lange. Bitte Linda, ich ändere mich, ich habe mich geändert. Ich bin hier, Wilhelm ist in der Küche. Wilhelm ist in deinem Heiligen Reich? Ja, er ist da, weil ich hier bin. Ich habe etwas geändert. Weißt du was? Ich bleibe noch genau so lange, bis du Ersatz für mich im Restaurant gefunden hast. Moment. Das ist nicht dein Ernst. Doch, das ist mein voller Ernst.
Wenn ich es jetzt nicht mache, dann mache ich es nie. Gemüse, alles Lieferant. Aber der nicht. Der nicht. Hallo, Dr. Meyer. Frank Hessler hier. Nein, ein Notfall ist es nicht. Jedenfalls nicht im engeren medizinischen Sinne, würde ich sagen. Ich wollte Sie fragen, ob Sie vielleicht Zeit und Lust haben, mit mir ein Glas Wein zu trinken. Ja, selbstverständlich. Familie geht vor, ja, sage ich auch immer. Wie war der Abend? Wie war es in der Küche? Ja, gut. Was habt ihr gekocht? Wie viel Essen sind raus? Guck mal, Papa hat auch noch Tiramisu gemacht. Für dich? Wie bei unserer ersten Verabredung. Ist lange her. Ich glaube, er will eine zweite Chance. Ja, die muss er sich erst mal verdienen. Scheiße. Was machst du denn hier? Arbeiten. Du? Naja, hab gedacht, ich komme noch einen Sprung vorbei. Ich weiß nicht, wo du hin sollst, ja? So ähnlich. Habt ihr Streit, du und Linde? Manchmal ist Streit gut. Ja, wozu? Wozu soll das gut sein? Was rede ich? Glaubst du sowieso, dass sie bei mir das Beste im Leben verpasst? Naja, also glücklich ist sie nicht, oder? Ich finde, es sollte man sein. Meistens, jedenfalls. Bist du glücklich? Ich habe ein gut laufendes Restaurant. Ich habe ein schönes Haus. Und vor der Tür steht der Wagen, den ich mir immer gewünscht habe. Also was soll sein? Wow. Du hast eine wunderschöne Hülle, aber dummerweise fehlt die Creme. Creme? Was für eine Creme? Ich koche für Sie. Ich nehme mir frei, ich ändere mich komplett, ich riskiere meinen Stern, aber sie kapiert das einfach nicht. Warum hast du so eine Angst, sie zu verlieren? Vielleicht habe ich Angst, meine beste Freundin zu verlieren. Verstehst du? Ich habe vielleicht nicht so wahnsinnig viele gute Freunde. Guter Mann, dann rate ich dir dringend, geh kegeln oder Fußball spielen oder in den Trachtenverein. Und wenn das der einzige Grund ist, dann kannst du dir auch einen Hund anschaffen. Ich liebe sie. Und allein die Vorstellung, dass sie nicht mehr bei mir ist, das macht mich krank. Verstehst du mich? Irgendwie schon. Mama. Ich bin der Letzte, der Papa irgendwie in Schutz nimmt. Aber er will's wirklich. Er hat's kapiert. Er will sich ändern. Echt. Und glaubst du, dass er das schafft? Naja. Papa bleibt Papa. Aber er kann es ja versuchen. Ich meine, das hier hat er ja auch versucht. Und das ist echt gut. Lecker. Ich komme auch. Siehst toll aus. Danke. Gute Nacht. Nein, sie will auf keinen Fall zurück in das Hotel, wo ihr euch kennengelernt habt. Echt nicht?
nicht. Da fand sie es scheiße. Sie will das Gefühl zurück. Was für ein Gefühl? Na, dieses Anfangsgefühl. Du redest Stuss. Was willst du mir denn eigentlich erzählen? Na, erinnerst du dich nicht an euer erstes Treffen? Wie aufgeregt du warst. Dieses Kribbeln im Bauch. Wie du sie angesehen hast, heimlich. Und dann hast du weggeschaut. Was ich ja nicht wissen sollte, dass du... Ich habe überhaupt nichts zu trinken. Ja, solltest doch aufhören, sonst klapperst du noch mehr. So lange her. Weiß nicht mehr, wie das war damals. Umso besser. Kannst du es normal erleben. Was soll ich denn tun? Dass ich so neu bin für sie wie dieser Blumenheini. Der Florist. Du weißt davon? Die tanzen zusammen. Hab ich sie gesehen? Sie war so. So anders. So. So weit weg und. Doch so nah. Verstehst du, was ich meine? Kann ich tanzen? Das kann man lernen. Nein, das ist 3, 2, also 2, 3. 1, 3, 3, rück, vor. Das ist Walzer. Den kennst du. Den habt ihr auf eurer Hochzeit getanzt. Auf unserer Hochzeit gab es keinen Walzer. Was? Dann seid ihr auch nicht verheiratet. Der untere ist meiner. Ja. Gut, jetzt führe ich mal. Wir fangen mit rechts an. Wer kommt? Er ist gerade im Hotel angekommen. Wer kommt? Na, Volker Ulrich, der Tester. Er hat gerade bei Otto eingeschickt. Gut, was, wenn man die Freunde an der richtigen Stelle hat? 2 Tage Ehe hat's gedacht. Heute kommt es drauf an. Heute holst du dir deinen Stern, mein Junge. Das schaffst du doch, oder? Ich meine, du siehst heute nicht gerade besonders gut aus. Es ist alles in Ordnung. Wir schaffen das. Gut. Wir schaffen das. Linda. Er kommt. Und? Bitte, Linda, das ist mir wichtig. Ich meine, das ist mir nicht so wichtig wie das mit dir. Das mit mir und dir. Aber es ist mir wirklich wichtig, verstehst du? Ja, ich verstehe dich gut. Gut, gut. Das ist toll, wunderbar. Dann schaffen wir das. Und da ist noch was. Du hattest doch neulich diese Musik. Ich meine, die war gut, die war schön. Ich meine, der Service sah sehr gut aus dazu. Bist du sicher? Absolut.
So machen wir das. Bitte bringen Sie mir noch etwas Soße. Gerne. Guten Appetit, die Herrschaft. Danke sehr. Und? Er hat noch Soße nachbestellt. Oh, ich habe Frank tausendmal gesagt, er soll nicht zu Spaß mit der Soße sein. Weil er sie so herausragend findet. Naja, sie ist ja auch gut. Nein, Mai. Nein, wir sind an jedem Tisch ausgebucht. Es tut mir leid. Wiederhören. Ich hätte gern einen Tisch. Am liebsten einen für zwei Personen. Du siehst, das ist voll. Das geht gar nicht. Außerdem... Außerdem ist dein Mann da. Ja. Ich hatte solche Sehnsucht. Ich wollte einfach mit dir tanzen. Aber doch nicht jetzt. Warum nicht jetzt? Hör mal auf. Hat sich viel verändert. Daran bist du schuld. Nein, du. Weil du es ändern wolltest. Ich war doch nur Mittel zum Zweck. Was willst du machen? Dich prügeln? Während dieser Tester nur darauf wartet, einen Haar in der Suppe zu finden? Was glaubst du, was der zu Blut und Tränen auf deinem Hummer sagt, hä? Aber das kann ich doch nicht. Kein Aber. Ja. Weitermachen. Sofort. Wolltest du nicht eigentlich einen Tisch? Ich wollte sehen, ob du dich was traust. Warum tut sie mir das an? Ich habe doch gesagt, es ist nur dieser eine Abend. Guten Appetit. Na? Darf ich bitten? Darf ich bitten? Das ist mein Fehler. Ich bin auch noch verrückt geworden. Sie sind alle verrückt geworden. Er ist verrückt geworden. Sie sind alle verrückt geworden. Ja, das liegt von der Familie, Opa. Was? Was steht ihr denn hier rum? An die Arbeit? Sofort! Hopp, hopp! An die Arbeit, sofort. Jetzt bist du dran, ich verlasse mich auf dich. Und Papa? Oh, dem geht's gut, sehr gut. Also, schaffst du das? Ja, klar. Okay. Okay. Dann schieß los. Ich gehe nach oben. Erzähl mir morgen, wie es gelaufen ist. Mach ich.
Na dann, lasst uns kochen. Hier haben wir den Black and Tuna auf asiatischem Glasnudelsalat und Mango. Beim Thunfisch wichtig, scharf anbraten und sofort aus der Pfanne, sonst wird er zu trocken. Ich hab es! Ich hab es! Es ist gerade gekommen. Hier, mach auf. Hier. Hühnenbach. Ladies and Gentlemen, wir haben zwei Sterne! Gläser! Dreh dich doch mal um! Moment. Was ist? Jan. Ja? Hallo, Papa? Sag mal, was hältst du eigentlich von Sternen? Behalt sie! Ich brauch sie nicht. Mein Stern steht direkt vor mir. Uff.